Und damit ein herzliches Hallo hier zum nächsten Sticker auspacken. Wir haben 1, 2, Tres Tütes. Also hier Tres, ne? 1, 2, 3 mal Fortnite. Hier steht auch mal Fortnite, aber das ist jetzt egal. So, heute ist herrliches Wetter draußen. Herrlich zum Sticker auspacken, während ich mit Müll bombardiert werde. Gucken, ob wir heute wieder Doppelte hier drinne haben. Kann sein, dass ich gerade schon einen gesehen habe. So, wir haben hier Nummer 69. Oh, 69. 337, 28 und bla bla blub. Jo, ich hoffe, man sieht das alles. Nein, sieht man nicht. Jo, jetzt sieht man so halbwegs besser. Naja, nichtsdestotrotz. Zweites Tütele. Reißen wir jetzt mal ein bisschen mehr auf. Oh, ich sehe schon wieder Glitzer, Glitzer, bling, bling. Können die da drinnen nicht einfach mal nach Nummern sortieren? Dann wäre das weitaus einfacher. Zumindest für mich. Aber da es nach mir nicht geht, Jacke wie Hose. Wir haben Nummer 69. Ihr da draußen könnt, wenn ihr alt genug seid, werdet ihr den Gag verstehen. Glaube ich. Und ich glaube, wir haben schon wieder einen Doppelten. 93, 133, 248. Ja, die haben wir definitiv doppelt, glaube ich. Und 146. So, das waren schon mal die Tüten, die wir ausgepackt haben. So, 69, dann kommt 74, 79, 93, diese, dette, und das, und das. So, jetzt machen wir es wie beim Kartenspielen. Aha, ich habe gezaubert. So, und jetzt kleben wir die ganzen Kladderadatsch mal ein. Das dauert sowieso immer am längsten. Wir haben als erstes hier Nummer 33. Gehe ich mal dahin. Das wäre Bunny Brawler. Also hier so Bunny Bunny. 33, direkt auf die passende Seite. Nein, das ist 330. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Da habe ich mich vertan. Kann mal passieren. Ich bin auch nur ein Mensch. Also haben wir als erstes Nummer 69. Oh, 69. Und 69, da haben wir es. Der Kampf um ein Vorratslama. Ja, hier sehen wir einmal das Bildele. Hier oben haben wir auch das Lama. Wenn man sich um Lamas prügelt, dann sind die Lamas die einzigen, die sich darüber amüsieren. Würde ich jetzt mal so vermuten. So, haben wir Nummer 74 gleich direkt auf derselben Seite, nämlich auf dieser Seite. Du kannst so hoch bauen, wie du willst. Und so schnell wie nötig, um dich aus dem Staub zu machen. Ja, hier sehen wir das so schön. Build a bridge. Mäßig. Hier geht es ja auch um Plündern und Bauen. Dem Erbauer sei Dank. Alle, die Dragon Age kennen, wissen, was ich damit sagen möchte. Wer es nicht kennt, informiert euch. Oder auch nicht. Aber wie immer ist die Frage noch offen. Was für Stickeralben habt ihr gesammelt oder sammelt ihr noch? Wenn ja, welche? Und hier ist Nummer 79. Ballons, puste sie auf und schwebe davon. Hier, das beste Bild im gesamten Stickeralbum. Drei Ballons. Warum gibt es kein Stickeralbum von My Little Pony? Ich möchte ein Stickeralbum von MLP haben. Würde ich dann sofort holen und sofort natürlich wieder Videos davon machen. Einfach so, weil ich da Spaß dran habe.
Also sagen wir nochmal 93. Was steht da? Funkelspezialistin, jetzt kannst du richtig glänzen. Da oben. Sparkle Specialist. Da sehen wir es, aber leider kein Glitzersticker. Das wäre jetzt nämlich besser gewesen, wenn das wirklich so ein Glitzer-Bling-Bling-Sticker wäre. Tapfere Ritter, Season 2. Na, Sticker Nummer 93. Und wieder schön gesittet einkleben. Aha. Hat so ein bisschen was vom Mirror's Edge, das Bild. So, Nummer 133. Okay, das ist irgendwas mit Fliegen. Ja, hier haben wir auch schon ganz gut welche drin. 133 haben wir noch nicht. Da haben wir es 133. Fly, fly away. Superhelden. Bereit für den Einschlag. Habe ich schon erwähnt, dass das Sticker Nummer 133 ist? Ich glaube, ja. Egal, ich sage nochmal 133. So, 145, ich glaube, die haben wir schon. Ja, haben wir schon. Also, sprich, ein Doppelteil in diesem Video. 146, meine ich, haben wir noch nicht. Das ist die gute Valor in Glitzer Bling Bling. Naja, aber ein Doppelter ist schon mal besser wie fünf. So, dann haben wir... Oh, auf der Seite fehlen uns nur noch vier Sticker, dann haben wir da alle. 167, das ist hinter der Doppelseite. 167... Gott sei Dank habe ich noch nicht. Puh! Und zwar Halunke! Der meistgesuchte von Moisty Meyer. Da haben wir ihn. Sieht ein bisschen aus wie der Typ von Mc's, der Burger Dieb, der Hamburgerler. Der Hamburgerler. So, jetzt machen wir mal einen größeren Sprung zu Nummer 208. 208 haben wir hoffentlich. Nein, haben wir noch nicht. Ragnarök. Stufe 3. Sieht ein bisschen aus wie Thor. So ein ganz klein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ragnarök Stufe 3 sogar. Ja, die anderen hätte ich auch ganz gerne, aber naja. Mal gucken, falls noch Sticker fehlen, kann man sie auch zur Not bestellen. So, hier haben wir schon mal wieder den ganzen Müll. Naja, Greta Thunberg würde sich im nicht vorhandenen Grab umdrehen. So, 248. Auch wieder so ein großer Spur. 48 habe ich noch nicht. Ach, stimmt, die hatte ich. Ich dachte vorhin, dass ich die auch doppelt habe. Sieht doch schon ähnlich aus, nur mit dem Unterschied, sie trägt diesmal einen Mantel. Und einen schöneren Hut. Glaube ich. Weiß ich, hab's nicht so mit Cowboy-Hüten. So, schön ein Sticker. So, jetzt noch 258. Oh, haben wir auch noch nicht. Wolf Stufe 5. Hier aus der Season Nummer 6. Auch wieder fast gleich, nur dass er ein bisschen pelziger geworden ist, wie man hier sieht. Ein bisschen pelziger. Ich glaube, das ist einfach derselbe Sticker und die haben die Kolorierung geändert. Das ist voll Beschiss vom Herrn. Ja. So, 311 als Next Sticker. Oder ist das schon auf dem Poster? Ich weiß das jetzt gar nicht. Es kann auch sein, dass es schon auf dem Poster ist. Nein, aber haben wir auch noch nicht. Der Jäger. Für jede hat's bereit.
Der hätte auch bei Ragnarök gut reingepasst, dieser Wikinger. Aber das ist ja Zenit, Stufen von Season 7. Gott, bei welcher Season habe ich eigentlich angefangen? Irgendwas mit Halloween. Keine Ahnung. So, jetzt 330, das müsste, jawohl, das ist das Doppelposter. Na, was heißt Poster? Diese Aufklappseite. Ich mal wissen, wo jetzt 330 ist. Ja, da ist es. Haben wir nicht, das ist der Plüscherabauken. Plüscherabauken. Hüpf in Aktion. Ja, der Schneehase, den ich ja ganz am Anfang schon gezeigt habe. Naja, ist ja auch schließlich bald Ostern. Von daher passt das ganz gut. Nur auf Schnee kann ich darauf ganz gut verzichten. So. Dann wechseln wir mal. Oktoberfest. 336 ist das Oktoberfest. Das ist Ludwig, ein echter Weißwurstkenner. Ja, Mai, was denn das für ein Schmarrn? Grüße gehen raus an den Haider, den alten Bayern. Auch wenn er das hier sowieso niemals sehen wird und größtwahrscheinlich auf mich sowieso nicht reagieren würde. Da er ja weitaus mehr Abonnenten hat wie ich und er sich dann drauf einbildet. Oh, 337 haben wir auch. Das ist auch der letzte Sticker für dieses Video. Ghoultrooperin, ein episches Ghoultrooper-Outfit. Hier sehen wir das epische Ghoultrooper-Outfit. Sieht nicht so ganz gesund aus. Aber naja. Das kommt zu. Ne, das fällt noch unter Halloween. This is Halloween, this is Halloween, tralala. Apropos Halloween, das muss ordentlich aufgeklebt werden. Gott, bin ich so doof, diesen Sticker aufzukleben. So. Klebt. Und wir haben noch einen einzigen doppelten, nämlich die Nummer 145. Ist doch auch schon mal was wert. Ich gucke trotzdem noch mal nach, ob das wirklich doppelt war. Nicht, dass ich mich gleich hier vertue. Ja, da haben wir Oblivion. Haben wir doppelt. Ja, das war's mit diesem Video. Im nächsten mache ich mal wieder Vierer auf. Ist auch eine gute Idee. Wenn ihr jetzt auch eine gute Idee findet, gebt mal einen Daumen nach oben. Und ein Abo ist nach wie vor immer noch kostenlos und bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag und sage auch wieder geschaut.